Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pacific Drive. Jawohl, und irgendwie steht mein Auto hier. Schräg. Keine Ahnung warum. Ja, ich habe jetzt mir hier mal ein Reparaturkit genommen, weil wir müssen hier echt mal einiges reparieren. Hier ist echt einiges im Argen. Der Motor, der hat es auch irgendwie erwischt. Da müssen wir auch mal schauen, was funktioniert noch hier. Ich werde jetzt erstmal hier die wichtigsten Sachen machen, die primitive Tür hier. Weil von dem Reparaturkit haben wir ja leider nicht so viel. So, wie sieht's hier hinten aus? Okay. Ja. Platte, die Tür die jetzt auch hier komplett hinter sich. Müssen wir auch mal. Der Kurzflug wieder vorne. Ja, aber dann war es das auch schon wieder. So ein Mist. Ja, das ist nicht so geil. So, hier haben wir jetzt Vorsicht, Motorhaube. Das Licht vorne ist, glaube ich, auch ziemlich defekt. Oh ja, Alter Schwede. Aber wir haben echt hier noch einiges zu tun. Ich will nochmal hier rein. Und zwar, alle Autotüren wird geöffnet. Mache ich jetzt mal. So, was haben wir hier? Eine aktiviert sich der Auto. Öffnet sich. Bam, so. Diagnose. Inkorrekte Diagnose. Okay. Gut, ich weiß immer noch nicht, wie das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir lassen es jetzt einfach mal. So, wir müssen jetzt hier mal den Reifen austauschen. Machen wir den mal ab. Ich glaube, den können wir... ja. Der hat es wohl hinter sich, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Warte mal, können wir den zerlegen? Zack. Und zack. So, dann wollen wir mal einen neuen herstellen. Warte mal. Da haben wir einen, jawohl. Mal her. Und montieren. Jawohl, sehr schön. Haben wir wieder fit. Ja, repariere das Auto, ne? Der ist gut. Ach verdammt, jetzt habe ich hier noch einen Ersatzreifen drin. Aber der hier, glaube ich, ne? Der hat es da auch, glaube ich, hinter sich. So. Dann tun wir den mal hier rüber. Dann nehmen wir den einfach mal mit. Und den hier. Den lassen wir jetzt einfach mal hier liegen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schmeißen wir mal dahin. Weil der ist auch nicht mehr fresh, ne? Da ist auch irgendwas mit. So, lade die Batterie 80%. Warum ist sie... Oh, ich hab das Licht an. Was? Also, Quatsch, falsche Taste gedrückt. So, machen wir Licht aus hier. Ah, das war wieder seltenes Dänisch. Licht angelassen. Okay, lade Batterie können wir aber, glaube ich, nochmal machen, oder? Jawohl, sehr gut. So, packe Überlebenswerkzeuge ein. Nutze den Erste-Hilfe-Kasten. Ah ja, gut, den sollten wir auf jeden Fall mal benutzen, weil ich bin echt gut im Sack von der letzten Aktion. So, Hammer. Und dann checken wir mal den Mülleimer ab, was der hier so zu geben. Hallo? Also, ich würde sagen, ja. Okay, was spuckt er mir hier aus? Einmal Chemikalien und einmal eine primitive Tür. Ja. Die brauche ich jetzt gerade erstmal nicht, ne? Wobei, ein bisschen besser wäre die. Kann ich die nicht aufheben? Doch, jetzt. Okay, alles klar. Warte mal. Kann die. Ja, das ist jetzt auch nicht besser als die Tür, ne? Überhaupt nicht. Gut. Wie sieht ein Motor aus? Motor, ja. Aber dieses gelbe Zeichen da, was hat das zu bedeuten? Machen wir Licht aus hier, ich sehe ja nichts. Was ist das aus? So. Hier, dieses. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Ich weiß leider noch nicht was. Egal.
mal hier Haube zu. So, irgendwas wollte ich aber noch machen. Also ich wollte mal geschaut haben, können wir oder beziehungsweise wir haben doch Stahlteile. Moment, wo haben wir denn hier? Warte mal. Nein. Reparaturkit können wir gerade nicht. Stahltür. Ach nee, wir konnten ja nicht, weil wir brauchen ja Stufe 2, ne? Ah, Mann, ey, das ist so nervig. Das ist richtig ätzend. Stahlbleche hätten wir 2. Müssen wir aber auch noch welche finden. Materialquellen, Autos, Häuser, okay. Gibt auf jeden Fall mehr Schutz, ne? Wäre schon geil. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich auf Stufe 2 komme. Wir könnten aber mal auch gucken, ob wir noch den einen oder anderen Bauplan hier uns snacken können. Und gucken, was wir hier noch so machen können. So, was haben wir hier? Leiterplatten. Aha. So, den Handstaubsauger hier, glaube ich, den fertigen wir auch mal, weil dem, glaube ich, für irgendwas gut. Gut, haben wir auf jeden Fall gelernt. So, und dann gucken wir mal. Eigentlich wäre es ja schon wichtig, irgendwas noch fürs Auto hinzukriegen. Ne? Offroad-Reifen, Geländereifen, aha. Pannensicherer Reifen, das ist auch nicht schlecht. Das brauchen wir auch irgendwann. Was ist das? Seitliches Gestell. Okay. Keine Ahnung, wofür das ist. Seitlicher Stauraum. Oh, das ist auch nicht schlecht. Okay. Was haben wir hier? Größerer Benzinkanister. Hätten wir so. Könnten wir sogar bauen. Lernen wir auf jeden Fall mal. Warum nicht, ne? Hallo? Nein. Ich will das Ding mal nehmen. Jetzt. Gut, ich glaube aber jetzt haben wir erstmal soweit ein paar Sachen wieder gelernt, dass wir hier erstmal wieder ein paar Sachen auch wieder herstellen können. Ja, hier Auto ist ziemlich im Sack, ne? Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber gut, ich glaube, wir sollten auf die nächste Mission gehen und gucken, ob wir hier irgendwo irgendwas noch gefunden bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Zeug. Warte mal, was war hier eigentlich drin? Nichts mehr. Ach so, die Chemikalien, die lassen wir mal hier. Die sind so wichtig, dass wir die jetzt erstmal mitnehmen, würde ich sagen. Die Kiste ist ja auch hier bald voll, ne? Kann man da auch eine größere bauen, man weiß es nicht. So, ja, ich bin ziemlich aufgeschmissen mit meinem Auto. Wir sollten mal schauen. Oha, was ist hier los? Ist nicht gut, ne? Kann man irgendwie hier hin? 9 Stunden Fahrt. Oha. Das ist böse. Oder sollten wir mal hier hinfahren? Wir können auch mal hier hinfahren. Warum nicht? Wir gucken uns das mal an. Oder waren wir da schon? Nee, ne? Was hat diese Legende dazu bedeuten? Naja gut, wir gucken mal. Wir fahren einfach mal hin. Was braucht man nochmal für die Gelände? Ach ja, Stufe 2, genau. Ja, das ist auch ätzend. Ey. Na, mal ran. So, da fahren wir nur 3 Stunden hin. Vielleicht haben wir Glück. Und es wird dann schon wieder hell. Wäre mal schön, was im Hellen zu erforschen. Kann es sein, dass der Motor irgendwie einen weg hat? Was ist das eigentlich für ein Zeichen hier vorne? Dieses Kreuz. Nicht so geil, ne? Ich finde. So, okay.
Okay, würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Diese Wolke da, was macht die eigentlich? So, Nebenstraßen abgelegen, Feuchtwald. So, wir gucken mal eben hier auf die Map. Wo sind wir denn? Ach, da oben. Okay, würde ich sagen. Boah, wir müssen bis nach da hinten. Boah, der ist mies, ne? Wir fahren erstmal hier zu den Häusern und dann nach da hinten. Oh, und es fängt schon wieder an zu regnen, ne? Seht ihr das? Wow. Ey, dieser Regen hier ist allgegenwärtig. Krass. Also man muss sehr, sehr viel hier selber rausfinden, habe ich das Gefühl, weil irgendwie. Ja. Okay, ich fahre mal freiwillig in die Richtung. So, warte mal, hier ist ein Autowrack. Wir sollten ja auch mal alle Autowracks hier mal irgendwie klar machen. Warum geht die Tür hier ständig auf? Was soll das? So, komm mal her. Jawohl. Hier überhaupt nicht. So, wir brauchen Zeug. Hallo? Dankeschön. Auch hier sehr viel Zeug. Okay, so, nachher dann Kram mal rausnehmen, Dankeschön. Jawohl, also, ah, hier sieht man was. Ah, diese Geräusche, ne? Wie ist das eigentlich? Kann man die jetzt nochmal scannen? Ne, alles klar. Okay, wir fahren mal weiter. Ich glaube, so langsam wird es hell, kann das sein? Warte mal, wo sind diese Häuser? Die kommen hier vorne irgendwo. Warte mal, fahren wir hier drum rum. Ah ja, da vorne sind sie doch. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas abluten können. Da ist schon wieder so eine Geschichte da. Halt. Mal Licht aus. Battery sparen. So, wollen wir mal eben hier schauen, was wir hier so finden. Brauch Chemikalien, ey. Verdammt. Wir müssen irgendwo Chemikalien mit. Ach, die Bat. Ah ja, moin. Oh, hier ist Gefahr, sehe ich gerade. Die Taschenlampe, die verbraucht sich quasi auch. Das ist schlecht. Ja, tolle Wurst. Oh nee, da kommt schon wieder das, ne? Warte mal, wir fahren mal ein Stück davor. Hey. Ist die Tür schon wieder auf, ne? Er ist ja voll nervig. Warum geht diese Tür ständig auf? Okay, warte. Also irgendwie ist dieses Auto besessen, kann das sein? So, was haben wir hier so? Können wir hier irgendwas finden, was irgendwie ganz geil ist? Toll, jetzt sehe ich hier wieder nichts, ne? Voll nervig. Hier ist schon wieder Gefahr. Wir haben immer noch keine Chemikalien gefunden. Also Mist. Oh, Moment. Das sollten wir vielleicht gar nicht mitnehmen. Also ein sehr lootlastiges Spiel.
ist das für ein Geräusch? Oh ja, moin. Kann ich mal eben einsteigen? Danke. Oh, geh weg! Lass mich hoch! Oh, ist das schön. Oh! Hör mal auf mich! Wo will er mich hinziehen? Fahr zurück! Alter, die werden Führer, ne? Moment, ich muss hier mal irgendwie auf Seite. Ach, es hat aufgezeichnet, das ist schon mal gut. Kann man hier durch? Wo sind wir hier? Wo bin ich? Da sind wir. Ja gut, okay, wir fahren mal. Ah ne, warte mal. Bis vorhin geht eine Tunnel. Bis da hinten. Ja gut, ist auch nicht verkehrt. Fahren wir mal. Machen wir Licht an, ich sehe überhaupt nichts. Das ist ziemlich nervig, wenn ich hier. Warte mal. Wenn ich so drauf leuchte, geht's eigentlich, ne? Dann lupen wir mal die Karre hier noch eben schnell ab. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Oh, gepanzerte Platte. Was haben wir hier? Thermo. Was war das? Thermos. Thermosaftkristall, okay. Boah, hier kriegst du aber richtig Zeug, wa? Was haben wir denn jetzt hier alles gekriegt? Wieder ein Stahlblech, geil. Okay, das Geräusch ist nicht geil. Ist hier irgendwas drin? Verlassene Squire. Jawohl. Haben wir ja auch noch ein Stahlblech rausgezogen jetzt? Nee, ne? Schade. Ist hier sonst noch irgendwas? Ne. Okay, warte mal, wir müssen mal eben schnell hier ein bisschen was hinten reinpacken. Kein Platz mehr hier im Inventar. Ah doch, zwei Stahlbleche, geil. Aber keine Chemikalien, wir brauchen Chemikalien, Freunde. Nee. So, okay, dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Rein in den Tunnel. Okay, wo kommen wir raus? Wo sind wir denn? Da hinten. Ah, hier ist ja schon raus. Ausgang vom Tunnel, sehr schön. Mal gucken, wo wir jetzt gelandet sind, ne? Bei Little mit Tageslicht. Wieder so ein Entführer. Was haben wir denn hier für eine rote Linie? Ah, warte mal. Wir sollten mal hier eben rumfahren. Wow, das hätte ich auch nicht gedacht. Fahren wir eben mal durch. Muss hier hin. Bleib hier stehen. Bleib stehen. Bleib du mal da eben dahin, ein Führer. Her damit. Rein damit. Tür zu. Stress hier. Stress. Und Abfahrt. Warum ist das Licht aus? Okay, okay, okay. Warte mal, können wir hier noch irgendwas looten? Ich weiß gerade nicht, ob ich hier looten will, weil der Entführer hier mir im Nacken hängt. Das glaube ich lassen wir mal eben. Aber warte mal, da ist irgendwas. Bleib mal stehen bitte. Schaut mal eben. Natürlich blöd, dass wir nichts sehen, ne? Kann
ich hier irgendwas machen? Irgendwie nicht. Hier ist auch nichts zum Scannen oder sowas. Okay. Gut, dann nicht. Machen wir auf hier. Und dann fahren wir mal weiter. Oh, warte mal, wir sind da. Ey, ist die scheiß Tür schon wieder auf, ne? Ey, diese blöde Tür, ne? Wie kriege ich das weg? Gib mir mal einen Tipp, Freunde. Keine Ahnung, wie ich die Scheiße dazu kriege. Oder, ja. Anscheinend ist ja mein Auto irgendwie verflucht oder wie auch immer. Schnell aussteigen. Die Tür wieder zumachen. Kann ich das eigentlich... Warte mal. Ist das hier schon gescannt? Kriegt das irgendwie nicht gescannt? Kann das sein? Will er nicht. Egal. So, steck mal ein. So, wie weit sind wir denn jetzt hier? Wir müssen wieder dahin. Aber ich will erst looten. Wir fahren mal hier hin, zu der Hütte. Ja, würde ich sagen. Und Abfahrt. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas finden. Ist auch wieder so ein Entweder. Kann ich dieses Gelbe hier scannen noch? Sag mal kurz. Ja, Heißstaub. Okay, alles klar. Haben wir gescannt. Sehr gut. Nein, natürlich nicht. Und Abfahrt. Oh nein, die Tür ist schon wieder auf. Alter, geht mir so ein Nerv. Okay, jetzt bleibt so auf. Scheiß drauf. Kann es irgendwie sein, dass wir langsamer geworden sind? Der fährt voll langsam. Wie kriegen wir denn den Motor repariert? Ah, warte mal, vielleicht mit so einem... Geht jetzt ab. Ah ja, moin. Okay, kommt hier eine Kreissäge durch den Wald. Also ich ziehe wieder durch. Also würde ich sagen, jetzt schnell. Alles klar. Weiß Bescheid, ne? Also sieht so aus, als würde die nur auf dieser Linie da bleiben. Schon mal sehr gut. Warte mal. Bin mal an der Hütte jetzt vorbeigefahren? Wo bin ich denn jetzt? Wir müssen irgendwo hier rein. Irgendwo ist hier ein Tunnel oder sowas. Ist das hier? Ja, hier sieht so aus. Also ein Waldweg, ist gar kein Tunnel. Fahren wir mal. Unheimliche Nummer, ne? Okay, okay, okay. Gucken mal. Ey, kann ich mir eine neue Taschenlampe bauen? Warte mal, wo waren die? Wir können irgendwie gar nichts bauen, weil wir gar nichts dabei haben, ne? Zum Mist. Kommt die bis hier hin? Auf den Laden. Ah, schon wieder so dunkel hier denn alles. Mal kaputte Kerne hier. Da liegt noch was. Im Dunkeln so rumzusuchen ist so nervig. Das heißt aber,
Wir sollten immer genügend Zeug oder zumindest diese Fackeln dabei haben. Warte mal, habe ich welche eingesammelt davon? Ne, natürlich wieder nicht, ne? Okay, merken wir uns fürs nächste Mal. So, jetzt gucken wir. Ne, halt, da will ich nicht drauf. Müssten wir ja eigentlich mal hier kommen, ne? Hier wäre auch noch ein Portal. Was ist das hier eigentlich? Egal, wir fahren da hoch, gucken da nochmal. Also halt. Zack. Ja, würde ich sagen. Fahren wir mal da hoch. Fahren wir hier durch Dingens. Durch den Wald. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ne? Hier ist auch nochmal so eine Anomalie. Ah, warte mal. Kann es eigentlich sein, dass man hier das alles in jedem Bereich neu scannen muss? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, alles klar. Das wollte ich nur wissen. So, dann müssen wir mal gucken, aber Alter, wenn ich mir mein Auto angucke, ne? Das ist echt Magie. Und irgendwas stimmt mit meinem Motor nicht. Das ist ja auch nicht gerade geil. Muss ich da drüber hüpfen? Nee, ne? Kann auch, glaube ich, drüber rumfahren, oder? Ja, cool. Was war das? Schon gehofft. Irgendwas war da. Aber kann es sein, dass es langsam hell wird? Finde ich gut. So, hier ist wieder was zum Looten. Auch wenn wir nicht viel sehen. Zack, immer her damit. Jawohl, immer auch noch mit. Dankeschön. Hier liegt noch was. Lag hier nicht noch was? Nein. Hier noch eine Tür. Wir brauchen ohne Ende Material. Okay, anscheinend gibt es hier noch Vögel oder sowas, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir nur ein Jahr, dankeschön. So, okay, ich glaube. Reifen. Hier ist noch eine Tür, die nehmen wir noch mit. Jawohl, halt. Nein. Gut, okay, Hammer. Also diese Tür, ne? Also da muss man echt mal erklären, was damit los ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist die besessen. Also. Mensch. Jetzt. Vorwärts. Okay, wir müssen auch ein bisschen Sprit im Auge behalten. Ich rufe jetzt hier nicht jedes Auto weg. Ich brauche die wichtigen Sachen. Und zwar Chemikalien. Wir brauchen Chemikalien. Die finden wir bis dato noch gar nicht irgendwie. Das ist voll der Weg. So ewig weit bis dahin. Wow, wow, langsam. Das ist voll schwer hier hochzukommen, oder? Oder mal hier drüber. Das ist wieder so eine Kreissäge. Wow, ich sehe aber auch nichts. Ich bin hier gegen gefahren. Hey! Gehen jetzt ab. Mein Auto fährt von alleine vorwärts. Warum? Will ich das wissen? Warte mal. Wir fahren verkehrt rum. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay, egal. Komme ich hier irgendwie denn jetzt um diese...
Alter, wo ist diese Kreissäge? Ah, da. Okay, alles klar. Es ist nur noch die Frage, bis wohin geht die? Die muss ja unbedingt weg. Ich muss ja weiter. Komm, mach. Okay, wir fahren mal. Einfach wieder hier drumherum. Oh, wo geht der Weg hier weiter? Da. Ah, diese Kreissäge hätten wir wahrscheinlich auch noch scannen können, ne? Na ja, gut. Wird wahrscheinlich nicht die letzte gewesen sein. Oh, warte mal, hier ist noch irgendwas zum Looten. Okay, okay, okay. Schnell. Einmal raus. So, schauen wir mal, es wird nämlich lang. Oh, hier ist schon wieder Anomalien gedöhnt. Hallo, kann ich das kennen? Tür, ne? Kann ich diese Anomalie hier nicht scannen? Wahrscheinlich kann ich auch rein. Ich fahr. Das ist nicht so gut für mich. Habe ich das Gefühl. Na gut, ich kann es aber nicht scannen irgendwie. Bin ich hier dran? Her damit. Was ist das hier? Repair Charge. Rundum Service Schutzhütte. Wow, Moment. Kann man da hinfahren und sich reparieren lassen? Was macht diese Rundum-Service-Schutzhütte? Geht ab. Alles klar. Wird mein Auto repariert gerade? Oder eher auseinandergenommen? Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier noch? Oh, eine Taschenlampe. Jawohl, danke. Was ist das? Was ist das? Protokoll. Was? Nicht. Irgendwelche Protokolle. Was kann ich hier machen? Hier kann ich gar nichts mehr machen irgendwie. Es wäre schön, wenn es mal ein bisschen heller wäre. Das ist hier unten unser Schutz hatte. So, jetzt zeig mal her hier. Was ist denn jetzt hier? Mein Auto ist repariert. Boah, wie geil ist das denn? Okay, alles klar. Warte mal, ich muss aber irgendwie mal was essen. Ah, ne. Ich glaube, das gibt mir auch Heilung. Jawohl, sehr schön. Ja, sehr geil. Also das hat sich mal gelohnt hier, ne? Die Nummer. Dann müssen wir jetzt auch da. Oh, ist übel, ey. Okay, weiter geht's. Okay, ich hatte gerne die Bremse gar nicht drin. Läuft bei mir. So, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Wir folgen jetzt mal weiter in der Straße hier. Jetzt fährt er auch irgendwie wieder ein bisschen schneller, kann das sein? Alter, diese Rundumhütte da, geil. Gefällt.
Finde ich sehr, sehr gut, finde ich stark. Okay, hier wird man vielleicht mal drumherum fahren. Gerne, kein Problem, Dankeschön. So, ich sehe aber auch gerade, die Folge ist schon mega lang, richtig lang. Ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal hier die Folge. Wir fahren jetzt mal hier rüber zu dem Punkt. Genau, hier oben. Und gucken mal, ich gehe mal davon aus, dass wir da wieder hier ein Portal aktivieren können. Und ja, dann müssen wir irgendwie mal schauen, wo wir besseren Loot finden und wie ich auf Level 2 komme und. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich brauche da echt noch ein paar Tipps von euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bis hierhin fürs Zusehen und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne bewerten. Danke für euren Support. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.